das Waffenthema, das Munitionsthema. Das ist auch nicht was, was unbedingt die Miri wissen muss, weil sie nehmen dann die Munition, die rausgesucht wird. Aber wir sind nicht an eine bestimmte Firma gebunden, sprich Labora. Wir können auch Fiocchi schießen oder Dynamit Nobel, das ist egal. Es geht mehr um die Munition, die wirklich für dieses Gewehr, für diesen Lauf passt. Das suchen wir raus. Aber wir suchen auch bei unterschiedlichen Firmen raus und wir nehmen halt dann die beste, die für diesen Lauf am besten geeignet ist. Aber also nur, dass da nicht was Falsches geschrieben wird. Also wir sind da nicht reglementiert. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, das machen nicht die Athletinnen, sondern das macht ihr und ihr geht damit in die Kältekammer und sucht tatsächlich dann für jeden Lauf die entsprechende Losnummer der Munition raus. Ja, gibt es wirklich so große Unterschiede? Ja, wenn ich hier heute rausgucke, da brauchen wir eigentlich wahrscheinlich nicht mehr in die Kältekammer gehen. Da müsst ihr eigentlich woanders testen. Aber im Prinzip ist es schon so bis minus 20 Grad, weil bis dahin kann gestartet werden und da bereitet man sich eigentlich immer auf diese Extremsituation mit der Munition vor. Und da gibt es schon Situationen, wo dann die Munition nicht mehr das Ergebnis bringt, vor allen Dingen im zweiten oder dritten Anschlag. Da kommt schon ein größeres Bild zustande. Und das ist der Grund, warum wir in der Kältekammer dann wirklich diese Munition testen, um nicht dann im Winter, wo es auch noch möglich wäre, dann wenn man Probleme feststellt, aber von Sochi kann man nicht einfach mal nach Obo wieder zurückfliegen, weil man in Sochi Probleme hat. Also das muss man im Vorfeld hier klären. Und von was reden wir da? Von einem halben Zentimeter, von zwei Millimeter? Oder na, was? Das sind schon Unterschiede bis zu 3-4 Zentimeter, die dann auftreten können. Ja, also das geht dann in den Fehlerbereich rein und das muss auf jeden Fall vermieden werden. Okay, ja, das macht dann schon was aus. So, Uwe, erster Tag Oberhof, es liegt hinter uns, dritter Platz, den hattest du vorhergesagt gestern irgendwann mal in einem Gespräch, allerdings mit einer anderen Reihenfolge, was die Plätze 1 und 2 betrifft. War ein überraschendes Rennen auch für dich? Ja, man hat das Rennen verfolgen können. Das war, ich denke mal, für viele überraschend. Also es hat eine Menge Überraschungen gegeben, nicht nur für unsere Mannschaft, auch für andere Mannschaften. Aber wir freuen uns erstmal riesig über diesen dritten Platz, weil in Oberhof auf dem Podest zu stehen, ist immer eine besondere Sache. Und Oberhof und Ruhpolding sind die zwei für uns härtesten Weltcups, die auch, denke ich mal, von der nervlichen Belastung für die Athleten mit am bedeutendsten sind, weil das ist, wenn man dann in Novo Mesto startet, ist zwar eine Weltmeisterschaft, aber da sind wir doch gleich mit anderen Nationen. Und hier sind wir ungleich mehr belastet von der ganzen Erwartungshaltung hier in Ruhpolding. Und das macht es, denke ich mal, für die Athleten auch besonders schwierig. Und deswegen freuen wir uns über so ein Rennen wie gestern. Wie gesagt, mit dem Ergebnis sind wir zufrieden, mit dem Resultat sind wir zufrieden. Mit den Teilleistungen, da sind wir schon noch in der Analyse und da hat einiges noch nicht ganz so gestimmt, aber erstmal zählt hier der Platz. Wie bist du insgesamt zufrieden mit dem Verlauf der Saison? Bei den Herren, ja, wissen wir alle, ist eine unglaubliche Leistungsdichte da. Da ist auch punktuell immer wieder gezeigt worden, dass im Prinzip alle in der Lage sind, aufs Podium zu laufen. Bei den Damen läuft es eigentlich, wenn man ehrlich ist, besser als erwartet, oder? Ja, diese tausendmal gestellte Frage, das Jahr 1 nach 9er, sind wir genauso angegangen, weniger, dass wir uns an der Magdalena ausgerichtet haben, sondern dass wir gesagt haben, was ist wirklich die Mannschaft jetzt nach der Vorbereitung, nach dem letzten Lehrgang in Munio, was kann die Mannschaft denn im Wettkampf zeigen? Und es war für uns eigentlich ein bisschen schwierig, weil wir über viele, ich bin jetzt über 20 Jahre dabei, über viele Jahre hatten wir eigentlich immer in der Mannschaft vom Laufpotenzial her die Nullzeit. Wir reden von der schnellsten Läuferin im Weltcup. Und die hatten wir meistens in der eigenen Mannschaft. Und das war uns dieses Jahr nicht ganz klar, wo wir stehen, von der Laufleistung vor allen Dingen. Und wir haben jetzt glücklicherweise gesehen, jetzt auch mit den Rennen, mit den letzten Rennen, das freut uns besonders, dass wir mit der Miri wieder so eine Nullzeit in der Mannschaft haben, wo also jede Trainingseinheit auch an dieser Nullzeit ausgerichtet werden kann. Und die ganze Konzeption in diese Richtung auch geht. Und das ist für uns eigentlich das Wichtigste gewesen, weil wer uns kennt, wir kämpfen eigentlich immer doch um Platz 1, 2, 3 oder die Verpflichtung haben wir mittlerweile oder das Fluch der guten Tat, kann man sagen, ne, weil wir es eben über viele Jahre geschafft haben. Und da freuen wir uns, dass wir jetzt mit der Miri wieder so eine Nullzeit in der Mannschaft haben. Und die anderen können sich oder müssen sich daran aufbauen, aufrichten und orientieren. Und das wird das Maß aller Dinge sein. Und damit sind wir im Moment zufrieden mit den Ergebnissen. Wie gesagt, wie sie entstehen teilweise, da gibt es schon noch eine ganze Menge Haken und Ösen. Das sehen wir auch. Das brauchen wir nicht von außen gesagt bekommen. Das wissen wir selbst. Ne. Aber wir müssen einfach mit der Situation im Moment erstmal die wahrnehmen, umgehen und dann die Konsequenzen daraus ziehen. Die Herren, da ein Satz dazu? Über die Herren brauchen wir, denke ich mal, kaum viel Worte verlieren, was jetzt Auffälligkeiten betrifft. Sie haben genau das jetzt bisher umgesetzt, was man erwarten konnte. Es ist eine sehr kompakte, homogene Mannschaft, die sich in einem sehr, sehr hart umkämpften Wettbewerb befindet. Also wenn man dort sieht, wer da alles im Moment auf Position 1, 2, 3 oder sagen wir bis 8 laufen kann, das ist schon zumindest im Moment deutlich mehr noch als bei den Frauen. Da hat sich ein bisschen was verschoben auch in der ganzen Reihenfolge oder Situation. Und da sind wir, denke ich, mit einer sehr guten Mannschaft aufgestellt. Und da freuen wir uns auch sehr drüber, weil man hat es ja mittlerweile mitgekriegt, dass der
an die Birnbacher nach Hause gefahren ist, aufgrund einer leichten Infektsituation, wo wir einfach vorsichtig sein wollen, weil wir rechnen jetzt in Tagen in Richtung Novo Mesto. Aber wir haben das große Glück, da ist in Kühn-Johannes noch hier, da ist in Graf Florian noch hier, und da fällt es uns also bei weitem nicht so schwer, so eine Situation zu meistern. Und ich denke, der Flo wird heute seine Sache auch gut machen, weil es eben eine kompakte, homogene Mannschaft ist. Bei den Damen ist die Personaldecke ein bisschen dünner, vor allem weil jetzt die Andrea noch ausgefallen ist gestern. Ihr habt ganz bewusst den 6. Platz freigelassen. Das ist nicht überall auf Verständnis gestoßen, formuliere ich jetzt mal so. Vielleicht aus Sicht des Cheftrainers mal die Beweggründe und warum ihr euch tatsächlich dann so entschieden habt. Ja, wir sind im Moment in einer Situation, die eigentlich ein Stück weit mehr in die Zukunft geht. Also wir sind in einem Umbruch in der Damenmannschaft, und das ist für uns oder auch für Außenstehende im Moment nicht ganz leicht, das alles richtig zu bewerten. Wir sind dabei, und das haben wir im Frühjahr bereits schon gesagt, dass wir versuchen, diesen Perspektivkader, der jahrelang in der zweiten Reihe gearbeitet hat, und aber es nicht ganz geschafft hat nach oben, den setzen wir im Moment in den Vergleich zu den Junioren. Die sind also im Moment in Kaltenbrunn, starten die am Wochenende, und dort suchen wir die Vergleiche, wie geht es weiter, geht es mit dem Perspektivkader weiter, die also doch jetzt schon mittlerweile eine ganze Reihe von professionellen Jahren dabei sind, oder orientieren wir, was auch nicht ganz unwahrscheinlich ist, doch eher in Richtung jüngere Athleten, die mittlerweile fast gleichwertige Leistung bringen. Und so brauchen wir hier nicht einen Athleten einsetzen in der Position 6, wo wir vorher schon wissen, dass es mit Sicherheit mit der Medaille nichts zu tun hat, ne? Hundertprozentig, das wissen wir, und aber dann auch wieder keinen Vergleich haben zu den Junioren. Und das ist an sich unsere Zielstellung im Moment, dass wir aus dieser Saison rausgehen. Da denken wir wirklich schon ein bisschen weiter und fragen uns dann, wie geht es weiter und mit welchen Ergebnissen können wir welche Entscheidung dann auch untermauern. Und deswegen der Grund, weil wir hätten freilich hier eine 6. starten lassen können, hätte uns aber in der Entscheidung im Frühjahr keinen Schritt weitergeholfen. Die Evi Sachenbacher war jetzt sehr im Blickfeld der Öffentlichkeit bei ihrem ersten Weltcup-Auftritt. Der ging ja lala über die Bühne, würde ich jetzt mal sagen. Wie ist eure Einschätzung aus Trainersicht? Was habt ihr mit ihr jetzt vor, dass es jetzt nicht von Anfang an gleich in die Top 10 reingeht? Ich denke mal, das war klar. Aber im Laufen vor allem hat er da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr erhofft. Ja, wisst ihr schon, woran es lag? Oder? Noch nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der Rico hat viel gegrübelt, hat sehr viel mit ihr gearbeitet, Rico Groß. Und das ist eigentlich im Moment ein bisschen Fragezeichen für uns, weil der Evi, das haben wir gemerkt, bringt eine ganze Menge Voraussetzungen fürs Schießen mit. Ne? Aber im Moment ist die kuriose Situation eingetreten, dass eigentlich im Schießen wirklich Anschlussleistung bringt, teilweise bessere Leistung als Athleten, die schon Jahre im Biathlon tätig sind. Ne? Und im Laufen aber nicht diese, also sie bringt schon innerhalb dieser Gruppe die besten Laufzeiten, aber eben nicht diese Laufzeiten, die notwendig sind, wie sie eine Wilhelm Kadi oder eine Abel Katrin oder Kleiner Peter Mem, die von Langlauf ja gekommen sind, die haben Spitzenzeiten gebracht. Und dazu ist der Evi im Moment noch nicht in der Lage. Denke ich, ist vielschichtig die Analyse und geht auch in die Vergangenheit zurück, weil sie doch eine deutlich längere Pause hatte, während die anderen Athleten meistens direkt gewechselt sind, aus einer Spitzensituation heraus auch, also wo sie auch im Langlauf nationale Spitze waren und international ein bisschen mitreden konnten. Das ist bei der Evi nicht der Fall gewesen. Sie hat also sehr den Kontakt auch verloren zur Weltspitze. Deswegen war sie ja eigentlich ursprünglich vor 2 Jahren in Munio mit bei uns dabei, weil der Bele Jochen damals gesagt hat, kann die Evi bei euch mitmachen, weil bei uns ist sie deutlich zurück. Das macht keinen Sinn in unserer. Und da ist überhaupt der Kontakt, eher dieser zufällige Kontakt zu Biathlon entstanden, aus dem heraus auch die Entscheidung dann gekommen ist, hey, habe ich die Chance bei Biathlon mal was mitzumachen. Mir gefällt das unheimlich, mir macht es Spaß. Aber wie gesagt, diese Situation, die sich damals abgezeichnet hat, dass er also weit weg war von der internationalen Spitze und auch ein Stück von der nationalen Spitze, das zieht sich im Moment noch ein bisschen mit. Und da sind wir aber dran und machen uns auch viel Gedanken, wie wird der Evi und sie selber auch, weil sie selber auch unzufrieden ist, hat es auch nicht so erwartet, wie wir da aus der Situation rauskommen. Wie geht es weiter? Noch wirklich einen letzten Satz zu dem Thema, sie ist im IBU Cup. Sie ist im Moment in Russland mit dem IBU Cup, weil wir der Meinung sind, sie braucht die Startnummer drum für einen Schießstand und muss sie auch selber so in Biathlon-Wettkämpfe machen, weil sie merkt selber, sie kommt in der ersten Runde mit sehr guten Zeiten an, und so wie sie diesen ersten Anschlag gemacht hat, wo diese Laufunterbrechung kommt, diese 30, 35 Sekunden, tut sich unheimlich schwer, wieder in die zweite Runde zu kommen. Also das ist sie offensichtlich überhaupt nicht gewohnt.
Das ist auch nicht vergleichbar mit dem Sprint im Langlauf, wo man dann doch eine deutlich längere Zeit wieder hat für den nächsten Sprint. Ne? Bei uns sind es wirklich deutlich unterhalb einer Minute diese Unterbrechung und muss sofort wieder auf 100 sein nach 15 Sekunden, wenn ich den Stand verlasse. Und das fällt dir im Moment schwer. Da sagst du, da habe ich mit einem Schlag, macht alles zu und ich komme überhaupt nicht mehr ans Laufen. Und das ist im Moment die Problematik, vor der wir stehen und die wir, denke ich mal, lösen müssen. Für morgen, Andrea Henkel, war noch ein ganz großes Fragezeichen. Heute hat sie, glaube ich, ein paar schnelle Schritte gemacht, wie sie es mir selber erzählt hat. Wie sind die ausgefallen? Habt ihr schon eine Entscheidung getroffen? Nein, ich habe sie jetzt nach dem Training noch nicht sprechen können, aber heute früh war sie also recht optimistisch. Ich muss dann mal anrufen, wie es jetzt sieht, die Situation. Wir werden auf jeden Fall vorsichtig rangehen. Wir würden selbst morgen früh noch eine andere Entscheidung treffen, weil wir stehen jetzt, denke ich mal, man kann es in Tagen zählen vor der Weltmeisterschaft. Und wenn wir jetzt irgendwie in Oberhof, kann man dann nicht mit 95% laufen oder mit 90% bei den Zuschauern. Das geht nicht. Also hier muss ich fit sein und 100% geben können. Und wenn ich dann 100% geben muss, obwohl ich es nicht kann, ne, dann kann es auch sehr bitter werden für den nächsten Tag. Und das werden wir auf jeden Fall vermeiden. Und dann noch den Blick nach 2 Stunden oder in 2 Stunden Staffelrennen Herren, was erwartet euch da? Mit was für einer Zielsetzung geht er rein? Also mit dieser Mannschaft muss man das Podest im Auge haben. Also das wird uns auch niemand abnehmen, wenn es nicht klappt. Aber sie müssen und so gehen sie auch ran, die ganzen Athleten. Also ich glaube, wir haben keinen Athleten in der Mannschaft, der sagt, ich freue mich, dass ich mal mit dabei sein darf. Sondern die wollen hoch. Ne? Aber es ist schwer. Es kämpfen eine ganze Menge Mannschaften darum, auch oben zu sein, weil auch eine Menge Mannschaften in der Lage sind, oben anzukommen. Also es ist nicht so, dass die anderen viel Glück brauchen. Die haben Top-Athleten dabei und wir werden genauso um das Podest kämpfen. Aber ich denke, wir sind auf jeden Fall in der Lage, dort ordentlich mitzutun. Bedingungen heute besser als gestern? Oder? Ja, ich denke, sind gleich oder ein Tick vielleicht besser. Also es ist unwesentlich. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man, denke ich, sehr ordentliche Wettkämpfe sieht oder einen sehr ordentlichen Wettkampf sieht. Fragen? Ja, ich würde da vielleicht sogar mal eine andere Einschätzung weitergeben wollen von Ihrem Heimtrainer, von dem Reiter Tobias, der sagt, ich freue mich über die Leistung der Franziska Preuß, aber ich sage euch auch gleich, es gibt schon in meiner Trainingsgruppe auch andere Athleten, die mindestens gleichwertig in der Laufleistung sind. Also man muss das sehen, man muss das ein bisschen relativiert betrachten. Sie hat eine Top-Leistung bei diesen Jugend-Olympischen Spielen gebracht, das war sehr, sehr gut, haben uns auch sehr gefreut, aber da teilt man den Ball möglichst ein bisschen flach, auch im Interesse der Athletin, dass nicht dazu ein Hype entsteht, dem sie vielleicht im Moment noch nicht gewachsen ist. Aber wir haben sehr wohl ein Auge auf eine Franziska Preuß oder eine Laura Dallmayr oder da gibt es schon einige Namen und darum geht es im Moment, dass man unseren Perspektivkader, der eben jahrelang in der zweiten Reihe gelaufen ist, jetzt mit den jungen Athleten vergleichen kann und sagt, sie müssen jetzt nachweisen, dass sie deutlich besser sind als die Jungen. Weil dann, wenn das nicht passiert, wird man eine neue Entscheidung treffen müssen. Das heißt, Ruhpolding wartet ihr voraussichtlich auch wieder mit 5 Mann dann oder Frau am Start gehen? Situation heute ja. Wenn ich das wüsste, warum es ist, wäre es wahrscheinlich schneller zu beseitigen. Aber es wissen selbst die Thüringer, wissen es auch nicht ganz genau. Ich muss einmal sagen, es wird eine sehr gute Nachwuchsarbeit gemacht, egal wo man hinschaut. Und im Vergleich zu anderen Sportarten, und ich kann da ein bisschen das beurteilen, weil man doch mit anderen Bundestrainern aus anderen Disziplinen auch in Kontakt steht und Möglichkeiten hat, ins Gespräch zu kommen. Es wird sehr viel unternommen. Ich muss aber auch einmal sagen, dass wir sehr hohe Kriterien an die Auswahl stellen, weil einfach wir erwarten keine guten Athleten, sondern wir erwarten Ausnahmeathleten. Und wir sind immer auf der Suche nach Ausnahmeathleten, die also in der Lage sind, auch in Serie mit um das Podest zu kämpfen. Und da hat im Moment halt Thüringen, aber auch Ruhpolding tut sich genauso schwer. Die großen Orte, die eigentlich alle Voraussetzungen haben, ob das jetzt an den Möglichkeiten in der Region, an den Kindern in der Region, an den Förderungskonzepten liegt. Förderungskonzepte glaube ich nicht, weil die Strukturen sind gut, weil es wird wirklich sehr gut gearbeitet. Aber wenn man sie nicht hat, in Walgau, der Kröll-Bernhard sagt mir jetzt auch schon, also Uwe, ich habe jetzt hier eine Neuner Magdalena gehabt, ich habe jetzt hier eine Gössner Miriam gehabt, aber ich sagte auch, aus Walgau wird in den nächsten Jahren keine Überfliegerin kommen.
Also das, obwohl er genauso trainiert, obwohl er genauso alle Voraussetzungen hat, alles gleich macht, das sein ganzes Wissen einbringt, seine Erfahrung einbringt, hat er aber im Moment in Wallgau auch nicht mehr diese Top-Athleten. Und das wird auch ein Stück weit unsere Aufgabe sein, dort vielleicht sogar ein Stück mehr auf die Suche zu gehen nach diesen Top-Athleten. Also das trifft aber nicht nur unsere Disziplin oder wenn man bei Biathlon bleiben will, das trifft andere Nationen genauso. Also der Staffan Eklund hat mir auch gesagt, Uwe, mich wirst du in den nächsten Jahren nicht mehr rechts anschießen sehen. Ne? Also ich stehe deutlich weiter links in Zukunft, weil es einfach in Schweden auch sehr schwierig ist, dort diese Ausnahmen wieder zu finden. Er oder der Pichler Wolfgang, die hatten auch das Glück, viele Jahre mit einer Forsberg, mit einer Olofsson, mit einer Eckholm, diese wenigen Ausnahmeathleten in der eigenen Mannschaft zu haben. Und da müssen wir, denke ich, auch uns Konzepte entwickeln, wo also diese Suche noch mehr stattfindet, diese Sichtung, diese Auswahl. Aber ist es ein Frauenproblem, ein Frauenthema? Oder wenn man jetzt die Herren anschaut, da ist ja jetzt schon ein bisschen mehr da. Gut, da war natürlich der Generationswechsel schon 3-4 Jahre früher. Oder würdest du das gar nicht so sehr festmachen am Geschlecht? Ja, doch, im Moment muss man es ein bisschen am Geschlecht festmachen, aber die direkt Gründe dafür zu nennen, würde mir schwer fallen, weil bei Männern ist ja sogar die Situation, da ist auch nach dem, nach Kühn, nach Doll, sind auch schon wieder zwei Namen mit Reus und Dorfer, sind schon wieder Namen im Gespräch, die sehr wohl auch jetzt schon wieder richtig anknüpfen an diese Spitzenergebnisse der Mannschaft, die hier sind. Und auch da fällt es uns jetzt schon wieder schwer zu beurteilen, langt das bei einer Dallmayr, langt das bei einer Preuß-Franziska, sind das schon die Ergebnisse, die uns in die Spitze führen? Also es ist eine sehr komplexe Situation und sehr komplex auch zu bewerten. Also man kann da nicht sagen, zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden und wir müssen so machen und dann wissen wir, dass in zwei Jahren wieder die Top-Athleten da sind. Also ich denke mal, von der Trainingsvoraussetzung, von den Trainern, von den Stützpunkten haben wir eigentlich ideale Bedingungen, also wie kaum eine andere Nation oder wie kaum eine andere Disziplin in Deutschland. Ne? Aber du brauchst heutzutage wirklich diese wenigen Ausnahmekönner. Wie findet man diese Stecknadeln? Ja, das meine ich ja. Da werden wir uns Konzepte überdenken müssen, ob man direkt aktiver noch auf die Suche geht, wo das stattfindet, ob das in den Sportvereinen ist, ob das in anderen Disziplinen ist. Ich meine, Bob und Schlitten, die zeigen uns, dass wir vorwiegend bei der Leichtathletik suchen, wenn sie Leute brauchen für hinten, die den Bob anschieben. Das werden wir sicher nicht. Das wird sicher nicht unser Weg sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch in anderen Disziplinen vielleicht mal ein bisschen schlunzt, weil die Bewegungstalente, so die also, wo man sagt, man statt, der kann alles. Ne? Vielleicht kriegen wir den auch mal im Biathlon. In welchem Alter? Ja, da denke ich, müsste man vielleicht sogar noch ein Stück tiefer die ganze Sache ansiedeln. 10, 12, 13 Jahre, dort spätestens müsste man mal gucken, ob man diese den anderen etwas vorauseilenden Talente sieht. Ich meine, Fußball, die machen Verträge teilweise mit 13-Jährigen. Ne? Die schicken Talentscouts los und machen Verträge, teure oder hochdotierte Verträge mit 13-Jährigen. Werden wir nicht können, wollen wir auch nicht. Aber man kann zumindest danach schauen. Ja, gut, aber Talentscouts kann man ja schon mitschicken. Ja, das wäre eine Sache, über die man jetzt nachdenken muss. Ne? Ich würde auch nicht unbedingt vom Biathlet sprechen, den man dort finden muss. Man braucht dieses Bewegungstalent. Der Miri ist auch die ist nicht als Biathlet gescoutet worden, sondern die hat sich die Zähne eingeschlagen und ist bei Biathlon gelandet. Also es gibt verschiedene Wege, da zu uns zu kommen. Da muss nicht jemand zahlen. In Salt Lake City, da standen in der Verfolgung von Platz 1 bis 8 waren 6 Langläuferinnen, die also nie ein Luftgewehr zum Beispiel in der Hand hatten. Mir geht es mehr um diese Kämpfernaturen, diese Wollen, diese Beißer, die keine Sekunde freigeben, ne? Also die auch keinen vorbeilassen wollen. Und da kann man, denke ich, vielleicht auch in anderen Sportarten suchen, wo man sagt, also für diese Sportart ist es vielleicht, das sind die Körperbaumerkmale, die dann nicht mehr ausreichend sind, aber bei uns würden sie, weil wir da in der Richtung keine haben. Nee, man sieht ganz kleine, man sieht ganz große, aber für Volleyball ist es vielleicht dann nicht geeignet in der Größenordnung. Also das meine ich eigentlich mehr, dass man diese, oder ich hatte mal so ein Erlebnis beim Ski-Alpin-Fahren, da war dann oben an so einem Lifthäuschen, da kam einer raus, der mich kannte und hat immer so ins Gespräch gekommen, der sagt, er lässt ab und zu mal so wilde Burschen fahren, wo sich die Eltern gar nicht leisten können. Ne? Ja, aber die hängt da immer mit dran an den Lift, dass die auch ein bisschen zum Fahren kommen, aber die fahren wie der Teufel, sagt er. Ne? Da kommen die anderen, die alle Voraussetzungen haben, mit dem besten Skimaterial nicht hin. Sowas vielleicht, ich weiß es nicht. Das sind nur, wir machen uns im Moment da wirklich viele Gedanken, wie man aus dieser Situation, die sicher nicht
nicht einfach ist und die uns sicher auch noch einige Zeit begleiten wird. Also so, wenn ich das so realistisch einschätze, wird uns diese schwierige Situation schon auch ein Stück weit begleiten, um da rauszukommen. Aber das wird kein kurzer Weg sein. Ich denke, da zumindest können wir von unserem Verband auf jeden Fall sprechen. Ich bin jetzt mehrfach im Gespräch mit Philipp Thomas gewesen und da ging es dann auch nicht, weil das voriges Jahr ein bisschen falsch kommuniziert wurde. Wir gehen bei den Langläufern wildern. Ich fand die Frage vor uns schön, wo die Miri sagte, ich würde mir vorstellen können, auch jederzeit, das soll keine Einbahnstraße sein, auch jederzeit mal wieder bei den Langläufern, weil es mir halt Spaß macht, aktiv zu werden. Und umgedreht, es geht darum, Athletinnen in dem Fall mehr noch als Athleten die Möglichkeit zu geben, sich selber zu überprüfen, für welche Disziplin bin ich denn wirklich am besten geeignet. Ist es wirklich Langlauf oder habe ich nicht, wie es jetzt der Efi zum Beispiel zeigt, nicht oder die Hinz Vanessa, brutal gute Veranlagung zum Schießen. Und wenn ich jetzt noch meinen Lauf in der Reihe kriege, bin ich vielleicht in der Disziplin sogar noch besser, als ich es im Langlauf gewesen wäre. Es ging nicht um Abwerbung, es ging einfach, wie es auch zu DDR-Zeiten vielfach praktiziert wurde, um die Überprüfung der besonderen Eignung. Und dazu hat man halt auch den Langläuferinnen mal die Gelegenheit gegeben, sich das selber mal zu überprüfen. Die Entscheidung, was sie dann später machen, war vollkommen ihre Entscheidung. Da hat auch niemand in irgendeiner Weise Druck ausgeübt oder in irgendeiner Weise versucht, das zu beeinflussen. Sie hatten eine Woche oder 14 Tage Zeit, mal selber reinzuschnuppern und damit war das Thema schon vorbei. Aber sie wissen jetzt, dass und jetzt, nein, dann darf ich lieber nicht nennen den Namen, die auch sehr gute Voraussetzungen zum Beispiel für Schießen mitgebracht hat. Da war eine Athletin auch dabei, die jetzt auch sehr gut Langlauf demonstriert. Das weiß ich nicht. In meinem Alter eher nicht mehr. Danke, dass man daran denkt, aber ich denke, das kommt für mich nicht. Sind das schon konkrete Angebote? Die ja gut, der Transfermarkt, der war schon immer offen. Es sind eine ganze Menge deutsche Athleten und deutsche Trainer im Moment im Ausland tätig. Aber das hängt sicher auch mit den Finanzierungsmöglichkeiten zusammen und auch mit dem Bedarf im eigenen Land. Also man kann nicht ewig Trainer im eigenen Land festhalten, ohne sie wirklich beschäftigen zu können. Und wir haben die Situation gehabt, dass auch der Skiverband in Deutschland Trainer hat, wo man aber sagt, im Moment haben wir keine deiner Ausbildung entsprechende Einsatzmöglichkeiten. Und das wird es immer geben. Und die Trainer haben natürlich dann Möglichkeiten in Anspruch genommen, die sie im Ausland angeboten haben. Ich finde es keine schlechte Lösung, wird ja im Fußball permanentem Wechsel praktiziert. Und das muss aber jeder Trainer dann, denke ich mal, auch ein Stück weit selbst entscheiden, ob ihm das liegt. Zum Beispiel, ich könnte mir auch nicht vorstellen, weil ich mich vorhin mit dem Fischer Markus unterhalten hatte, der in China jetzt als Trainer tätig ist, wenn ich fast keine Kommunikation mit dem Athleten durchführen kann. Also das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Ja, aber generell dieser Wechsel ist, denke ich mal, in der heutigen Zeit, in Zeiten der EU und sowas, mehr als normal. Weil ich mich sehr wohl fühle in Deutschland und sehr viel Spaß hatte an der langen, langen Zeit in über 20 Jahren und auch mit den Athleten sehr, sehr viel Freude hatte und sicher auch, dass wir immer erfolgreich waren und da so ein erfolgreiches Team, das verlässt man natürlich sehr ungern. Herr Müßiggang, es gibt wohl kaum eine Nation, die bis zum 15. Lebensjahr ein so intensives Wettkampf- und Trainingssystem hat, wie in Deutschland im Biathlon. Nun gibt es so Gerüchte, dass das Luftgewehrschießen eigentlich nicht das Ideale ist, nur 10 Meter, entsprechend schnelleres Schießen, Augenphysiologie ist anders, wenn es dann ans Lokalgewehr geht und dann die 50 Meter. Wie wird denn dieser Standpunkt im deutschen Skiverband vertreten? Also ich stelle die Frage, ist bis 15 Jahren so ein intensives Wettkampfsystem für Biathlon notwendig oder eben dann erst mit der KK-Waffe, wie das in anderen Ländern vorwiegend der Fall ist, einzusteigen?
Ja, ich kann erst mal sagen, das sind keine Gerüchte. Das sind sehr wohl Überlegungen, die auch wir uns anstellen. Weil ich habe vorhin das Beispiel gebracht in Salt Lake, Platz 1 bis 8 bei den Frauen in der Verfolgung, 6 Langläuferinnen, die nie ein Luftgewehr in der Hand hatten. Man wird sicher, oder wir machen uns da sehr viel Gedanken von der Trainingskonzeption her, ab wann ist es wirklich notwendig, Luftgewehr zu schießen, vor allen Dingen in welcher Anteiligkeit ist es notwendig, schon die Biathlon-Ausbildung in diesen Altersbereich reinzunehmen, oder ist nicht vielmehr eine allgemeinathletische Ausbildung wichtiger, eine Technikausbildung wichtiger, um sie späterhin dann mehr zu forcieren, diese Biathlon-spezifische Ausbildung, sprich das Schießen. Also das sind keine Gerüchte, wir machen im Moment uns da sehr viel Gedanken, weil sicher auch eine Reihe von Dingen jetzt im Moment im Luftgewehrbereich da sind, alleine der Atemrhythmus. Ne? Es wird teilweise mit einem Atemzug durchgeschossen, was ja vollkommen konträr ist zu dem, was das KK-Gewehr abfordert. Also das sind Überlegungen, aber ich möchte da jetzt nicht schon sagen, wir werden in der Weise reagieren, weil das ist sehr, sehr komplex dann auch. Das geht in die Landesverbände rein, das geht in die ganzen Stützpunkte rein. Und da jetzt zu sagen, wir werden es zukünftig nicht mehr so machen, sondern so. Wir sind auch sehr eng im Kontakt mit den Nachwuchstrainern, sprich auch mit Böse Harald, der da sehr viel Einblick jetzt direkt hat, der einmal die Spitze sehr lange betreut hat und jetzt auch diese Möglichkeit hat, in seiner neuen Funktion im Nachwuchs sehr viel Erfahrung zu sammeln. Und das ist natürlich für uns eine Idee. Situation, jetzt auch im Gespräch mit Harald, dann vielleicht doch mal auch ein Stück weit neue Wege zu gehen, die aber teilweise auch schon beschritten werden. Ne? Gerade was die Technikausbildung betrifft, was das klassisch Langlauftraining betrifft, da werden schon eine Reihe von neuen Trainingsmethoden mit dabei sein. Aber das ist kein Gerücht, wir machen uns da schon Gedanken, weil es auch eine sehr kostenintensive Geschichte ist mit den Luftgewehren. Ne? Eine würde ich noch zulassen. Würde ich lieber sagen, kein Kommentar, weil wer sich Biathlon ohne Oberhof vorstellt, nur weil vielleicht der Radius der Strafrunde nicht stimmt, ist für mich ein bisschen. Also da gibt es andere Dinge, die erstmal geregelt werden müssen bei anderen Nationen, ehe ich da hier über Oberhof diskutiere oder Ruhpolding oder Antolz. Also ich tue auch nicht Wimbledon in Frage stellen, weil vielleicht der Center Court nach dem 15. Spiel nicht mehr top in Ordnung ist. Das war ein schönes Schlusswort in Thüringen, würde ich sagen. Gut, dass da keinen Applaus gibt, doch vom Wander. Schau. Dankeschön. Viel Glück für heute, für morgen, für die nächsten Tage. Und wir machen Wunschkonzert dann nach dem Rennen, wie wir es morgen machen. Danke.